Hallo, du da draußen. Heute eine Folge zum Thema Wasser und Hydration. Ich möchte dir heute einfach erklären, warum es nicht reicht, einfach jeden Tag 8 Gläser Wasser in sich hineinzuschütten, wo die Unterschiede liegen und was du direkt anwenden kannst für dich. Ich wünsche dir viel Spaß, hoffe, du lernst etwas und vor allem, ja, wünsche ich mir, dass du es auch direkt anwendest und einfach mal austestest, was du da für einen Unterschied merkst. Ich merke immer wieder, dass es gravierende Unterschiede sind, ja, und dass es auf viele Bereiche sich auswirkt und los geht's. Warum ist Wasser und die Hydrierung eigentlich so wichtig, ja? Als erstes solltest du natürlich wissen und verstehen, dass wir auf einer gewissen Ebene zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Wasser bestehen. Und je nachdem, wie wir unseren Tag verbringen, welcher Umwelt wir ausgesetzt sind, verbrauchen wir davon auch viel Flüssigkeit im Alltag. Ja, zum Beispiel in einem Büro haben wir sehr, sehr oft das Problem mit Dehydration, weil einfach alles die Umgebung so austrocknend ist. Ja, in einem Flugzeug sind während des Fluges so eine niedrige Luftfeuchtigkeit und Wasserhaushalt in dem ganzen Flugzeug sozusagen wie nirgendwo anders. Und das ist natürlich ein gravierender Punkt, warum es zum Beispiel auch zu einem Jetlag nach einem Flug kommt oder der das begünstigt. Ja, in einem Auto haben wir auch eine sehr, sehr trockene Umgebung, deswegen da gehe ich auch nochmal drauf ein. Und deine ganzen Zellen und dein ganzer Körper, alles was so in dir drin ist, ja, besteht zu einem Großteil aus Wasser. Und daher ist es auch relevant für zum Beispiel Abtransport von Stoffwechselprodukten, Endprodukten und so weiter, dass du immer gut mit Flüssigkeit versorgt bist. Ja, es bringt dir also nichts, wenn du die beste Ernährung hast, viel trainierst, dich viel bewegst, wenn du nicht auf deine Flüssigkeitszufuhr und den Haushalt achtest und das auch sinnvoll gestaltest. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen dehydriert sind, obwohl sich ja diese ganzen Lifestyle-Tipps in allen möglichen Magazinen und ja, Sendungen finden im Sinne von trinke 8 Gläser Wasser am Tag? Zum einen sind einfach nur 8 Gläser am Wassertag nicht ausreichend und sogar teilweise schädlich für dich. Denn wenn du dir vorstellst, du trinkst 8 Gläser Leitungswasser am Tag, wo beispielsweise Hormone, Pestizidrückstände, Medikamentenreste, Kosmetika, Reinigungsmittel und so weiter und so fort enthalten sein können, ja, Kalk aus der Leitung und alles, was da über den Transportweg so mit reingelangt, dann nimmst du das natürlich auch auf, ja, und dein Körper ist ja dann damit auch beschäftigt, das wieder in irgendeiner Art und Weise abzubauen. Und dafür braucht er auch Flüssigkeit. Wenn jetzt aber die Flüssigkeit, die er ja braucht zum Abbauen solcher Produkte, eben schon mit diesen Produkten und Endprodukten oder ja, Rückständen belastet ist, dann ist es natürlich für deinen Körper und für dein ganzes System natürlich deutlich schwerer, das wieder loszuwerden. Das heißt, Leitungswasser ist in der Regel ja mineralienarm und schadstoffreich. Und wer da die Grenzwerte festlegt und warum solche Grenzwerte gelten, du hast dir vielleicht Nico da Vinci sein Interview angehört, dass bestimmte Grenzwerte auch nicht aussagefähig sind, ja, und da eindeutig auch hinterfragt werden sollten. Ja, also weshalb ich mich entschieden habe, auch hier sicher zu gehen und mir einen Wasserfilter zugelegt habe, da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Und in dem Sinne filtere ich erst das Wasser und belebe das Wasser dann. Wenn du keinen Wasserfilter hast, solltest du zumindest darauf achten, ja, dass du Mineralwasser kaufst oder Quellwasser, was du dann mit Mineralien und so weiter ergänzen kannst. Auch Mineralwasser ist ja teilweise nicht unbedingt perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als Leitungswasser. Achte auch hier am besten darauf, dass du keine Plastikflaschen nimmst, sondern immer Glas. Gibt es zum Beispiel in Getränkemärkten und so weiter. Gibt es auch in den meisten Lebensmittelgeschäften inzwischen schon. Was ich dir also damit sagen will, schaffe eine vernünftige Basis, damit du gar nicht erst die Probleme hast, all das wieder aus deinem Körper rauszubekommen, was du ihm erstmal zugeführt hast. Ja, also vermeide die Zufuhr von weiteren Schadstoffen, reduziere das und sorg für eine vernünftige Basis. So ist es im Endeffekt mit allem, was deine Gesundheit, ja, und deine Leistungsfähigkeit, deine Energie, Level, dein Wohlbefinden und so weiter angeht. Optimier das, was du jeden Tag nutzt, mach es schadstoffarm und nährstoffreich. Um zurück zu der Frage zu kommen, warum so viele Menschen trotzdem dehydrieren, zu sagen, dass zum Beispiel einfach die 8 Gläser Wasser sich runterzukippen, eben das Problem zur Folge hat, dass du alle möglichen Sachen aus deinem Körper einfach nur ausspülst, ja, ob das Elektrolyte sind und Mineralstoffe. Das heißt, du bist erstmal damit beschäftigt, all das wieder auszuleiten, weil es wirklich sehr, sehr schnell einfach nur durchläuft und keinen Mehrwert bietet. Natürlich wirst du damit überleben, die Frage ist halt nur, auf welcher Qualitätsebene. Stell dir also einfach gesagt vor, dass du immer dein Wasser belebst. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky. Es geht aber einfach im Endeffekt darum, dass du quasi das tote Leitungswasser, dieses leere Wasser, wie es auch genannt wird, dass du das austauscht gegen ein belebtes Wasser. Und das kann zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel einfach grobes Meersalz
Oder Steinsalz, ja, achte da auf grobes Salz, bewusst auf grobes Salz, nicht auf fein gemahlenes Salz, weil das oft auch erhitzt ist. Vor allem kein Tafelsalz solltest du sowieso austauschen. Ja, also grobes Salz ist selbst in einer hohen Qualität einfach ein Sendprodukt im Endeffekt, wenn du es hochrechnest. Und das macht sich bedeutend bemerkbar. Ja, also tausch dein Tafelsalz aus und nimm kein normales Haushaltssalz, was es überall zu kaufen gibt, sondern gib da mal 1, 2 Euro mehr aus. So. Und das nimmst du einfach im Streuer und streust das zum Beispiel ins Wasser rein. Dann hast du das Wasser schon mal mit Mineralien belebt. Grundvoraussetzung ist hier natürlich am besten gefiltertes Wasser. Du kannst das auch mit Leitungswasser machen, bedeutet aber nicht, dass dieses bisschen Salz all das negiert, was da drin ist. Ja, das funktioniert nicht. Und deswegen ist das schon mal eine Möglichkeit, das zu optimieren, aber es ist nicht der Joker. Ja. Und weiterhin gibt es die Möglichkeit, dass du zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen das Wasser beleben kannst. Du kannst du 1, 2 Tropfen effektive Mikroorganismen in dein Wasserglas geben. Dann kannst du ja Nahrungsergänzungsmittel, die du vielleicht sowieso nimmst, kannst du mit einrühren oder mit auflösen im Wasser. Dann hast du die perfekte Voraussetzung für deinen Start in den Tag, zum Beispiel, wenn du Zitrone oder Limette, ja, ganz wenig einfach nur mit hineintröpfelst, am besten frisch, Bioqualität, kein Konzentrat aus der Plastikflasche. Und das sich auch deutlich bemerkbar macht. Und stell dir vor, du gibst also immer was Mineralstoffreiches in das Wasser rein, etwas, was wirklich lebt, sozusagen, ja, dass da auch etwas drin ist in deinem Wasser und es nicht einfach nur Wasser ist, sondern etwas beinhaltet, was dich auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Und am einfachsten macht sich hier zum Beispiel eben das Salz. Ich werde dir in den Folgenbeschreibungen einfach nochmal einen Link setzen zu Sunday Naturals. Das ist ein Hersteller von vielen, ja, Nahrungsergänzungsmitteln, die da wirklich auf einer hohen Qualitätsebene arbeiten. Habe ich vor einer Weile von über jemand anderen entdeckt und bin seitdem auch da treuer Kunde eigentlich, was meine Nahrungsergänzungsmittel angeht, weil die einfach eine Top-Qualität haben. Ja, also ich kriege auch keine Bezahlung von denen oder so. Es ist wirklich unbezahlte Werbung, keine bezahlte Werbung hier von, sondern ich benutze das selber, weil ich das einfach sehr qualitativ finde. Die testen auch im Labor und so weiter, haben da Zertifikate und so weiter. Ja, schadstoffarm, nährstoffreich. Da gibt es einen Link, das ist dann quasi ein Mineralkomplex. Das kannst du dir in dein gefiltertes Wasser oder auch ins normale Wasser eintröpfeln und hast damit auch schon mal eine gute Basis für Mineralversorgung. Je nachdem, wie weit du selber auf dem Gebiet schon aktiv bist, kannst du auch zum Beispiel EM-Keramik, ja, mit reinlegen. Das sind so kleine Plättchen, die sind mit EM-Informationen und so weiter versehen, was sich dann auch auf dein Wasser überträgt. Dann gibt es zum Beispiel auch, ich glaube, Schauberger-Filter heißt das. Da wird das Wasser nochmal aufgewirbelt, weil es in der Natur ja immer auch eine gewisse Struktur hat, die es quasi aus der Leitung niemals hat. Da ist natürlich umstritten, ob diese Struktur nicht sowieso aufgelöst wird, sobald du das quasi trinkst, in deinem Körper hast. Wenn du dich dafür interessierst, ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel beschäftigt. Vielleicht hast du ja selber auch eine Ahnung, gib mir gerne eine Rückmeldung. Das wären auch nochmal Möglichkeiten, um dein Wasser zu beleben. Du kannst es auch natürlich einfach in der Flasche zum Beispiel einfach schütteln. Ja, in der Flasche meine ich vor allem Glasflasche oder Edelstahl. Wir benutzen auch keine Plastikflaschen mehr. Zum Wasserfiltern bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich selber benutze inzwischen einen Umkehrosmosefilter. Das ist ein, ja, sehr leicht zu bedienender Filter, sind in der Regel sehr, ja, simpel zu nutzen, sind zeitsparend im Sinne von, du brauchst nicht ewig, um eine bestimmte Menge an Wasser zu filtern. Ist also auch sehr praxistauglich, ja, auch mit der Familie zum Beispiel. Und da benutze ich den AquaTrue. Auch hier bekomme ich kein Geld für die Werbung. Ich finde es einfach ein sehr gutes Gerät. Es ist natürlich mit Kunststoff. Es ist auch ein, ich sag mal, unterklassiges Gerät vom Preis her. Ja. Also für den Preis findest du kaum anderes Gerät, was wirklich da auch so einfach und so gut zu handhaben ist. Und da ist ein bisschen, oder da ist Kunststoff verbaut, klar, aber für den Preis ist das natürlich auch nicht anders machbar einfach. Wenn du gleich mal mehrere tausend Euro in die Hand nehmen möchtest und kannst und willst, dann kannst du dir natürlich auch ein komplettes Keramik, Edelstahl, was auch immer, Ding kaufen und kannst das umgehen. Wenn du natürlich nicht so viel Geld hast und da nicht so viel investieren willst, vielleicht das erstmal testen willst, empfehle ich dir den einfach, weil der einfach simpel ist. Und da ist es eben so, dass wir dann, hast zwei Behälter an dem Teil, hast vier Filter. Füllst in einen Behälter, fällst du quasi das Leitungswasser rein oder das Wasser, was du filtern möchtest und aktivierst dann das Gerät mit den eingesetzten Filtern und dann filtert er innerhalb von 15 Minuten circa mehrere Liter Wasser durch. Und dann hast du zum Beispiel 3/4 von dem, was du hineingegeben hast, ist dann gefiltert und 1/4 ist dann das, wo das kontaminierte Wasser, wo eben die Rückstände von den, ich sag mal, Schadstoffen und so weiter drinne sind. Das gibst du dann aus und das gefilterte Wasser kannst du dann per Knopfdruck bequem einfach, ja, irgendwo umfüllen. Genau. Kannst zum Beispiel in ein großes Glasgefäß mit entsprechendem Auslaufventil oder so, was es da so alles gibt, ja, vielleicht schon mal gesehen, kannst du es einfach umfüllen und dann kannst du es bequem mit dem Zapfhahn sozusagen einfach, ja, entnehmen. Kannst es auch an sich aus dem Filter direkt entnehmen.
Genau, das benutzen wir. Dann hatten wir vorher einen Destillator, das war sehr stromintensiv und zeitintensiv und teilweise auch pflegeintensiv. Der Destillator ist im Endeffekt, der kocht Wasser auf und der Dampf sozusagen wird oben, das Destillat wird aufgefangen und geht dann über eine bestimmte Keramikvorrichtung im Idealfall aus einem, ja, Auslaufhahn raus und tropft in ein Gefäß. Und das dauert natürlich dann mehrere Stunden, ehe das dann wirklich alles abgetropft und ausgefiltert ist. Und da siehst du auch, wenn du so ein Gerät benutzt, wie krass pumpig auch Leitungswasser am Ende ist. Also da ist einfach nur eine braune Brühe, ja. Und da siehst du erstmal, was das eigentlich für ein Zeug ist, was du da in wenigen Litern eigentlich so aufnimmst. Und genau, da ist eben das Problem, das läuft dann teilweise 4 oder 5 Stunden und das hast du, brauchst du auch eigentlich mehrere Geräte mit einer Familie, weil du die Mengen an Wasser eigentlich sehr schnell verbraucht hast, wenn du das wirklich für alles benutzt. Und auch da ist es wichtig, dass du irgendwas dazu gibst, also nicht einfach nur Wasser filtern und trinken, denn das ist im Endeffekt auch leeres Wasser, läuft einfach nur durch, hat nicht so viel Mehrwert. Ja, also auch immer irgendwas dazu machen. Am einfachsten Falle, nimm einfach immer das Salz. Vom Kostenunterschied her ist der Destillator auch in einem ähnlichen Preisgebiet angesiedelt wie Umkehrosmosefilter, braucht aber wesentlich mehr Strom. Ja, also Destillator braucht wesentlich mehr Strom. Es muss öfter gereinigt werden, intensiver gereinigt werden und ist auch sehr laut und gibt Wärme ab. Und von daher, naja, es reinigt schon natürlich präziser, es reinigt da fast alles raus und daher natürlich schon, ja, äußerst tiefgründige Reinigung, hast wirklich sehr sauberes Wasser danach, aber die Mühe, die du da reinsteckst, wenn du die Zeit nicht hast, dann machst du es vielleicht auch am Ende dann nicht und trinkst du doch wieder Leitungswasser. Also, ja, genau, kannst du drüber nachdenken. Es gibt natürlich auch noch andere Filtersysteme, da könnte man jetzt hier eine ganze Folge drüber extra machen. Ich würde das hier natürlich auch relativ knapp, kurz und informativ für dich halten, einfach nur, dass du ein paar Ideen hast. Begib dich auch selber auf deine Reise, schau nach, was gibt's, was lohnt sich vielleicht ja auch in deinem Haushalt. Du kannst zum Beispiel auch Kalkfilter in deine Haushaltswasserversorgung einbauen, was sich dann auch wieder zum Beispiel auf dein Duschwasser und auf dein Badewasser, auf dein Waschwasser im Allgemeinen auswirkt. Ja, da sind ja auch die ganzen Stoffe drin. Und nur weil du das nicht trinkst, heißt ja nicht, dass es nicht über die Haut in deinen Körper kommt. Deswegen kann auch so ein Filter, der grundsätzlich vorgeschalten ist, vom Leitungswasser auch Sinn ergeben. Ist natürlich auch nochmal eine Investition. Ich glaube, da bezahlst du so mindestens 500 bis 1.000 € für einen ordentlichen Filter. Halbwegs ordentlich. Im nächsten Punkt möchte ich dir erklären, wie du deine Umgebung nutzen kannst, im Sinne von, wenn du im Büro arbeitest oder auf irgendeine Art und Weise in einer Umgebung, die dich sehr austrocknet. Das kann zum Beispiel auch in einem Echtholzmöbelladen sein, ja. Auch Möbel aus Holz nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf und du konkurrierst im Endeffekt mit all diesen Dingen um die Feuchtigkeit, die sowieso schon in Innengebäuden, in Räumen meistens sehr, sehr schlecht ist. Und hier möchte ich dir zum Beispiel Tipps geben für das Auto. Wenn du viel Auto fährst, hast du einen, ja, neigen viele Menschen dazu zu dehydrieren. Warum? Weil vor allem durch die sitzende Haltung und so weiter, auch das hat mit Dehydration zu tun, denn Hydration kann nur bis in die tiefste Zellebene erfolgen, wenn du dich auch bewegst. Das heißt, selbst wenn du all das hier machst und du sitzt aber einfach nur im Büro im Stuhl, dann wirst du trotzdem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben zu dehydrieren. Du kannst dir vorstellen, Bewegung hilft dir bei allem, ja, und deswegen ist auch Bewegung ein enormer Wechselfaktor, wenn es um deine Gesundheit geht. Und wenn du zum Beispiel früh aufstehst und du direkt was trinkst, dann solltest du dich auch immer bewegen, damit das einfach wirklich sozusagen bis in die tiefsten Zahnräder deines Körpers kommt. Ja, kannst du dir so vorstellen. Und genau, deswegen solltest du, wenn du viel Auto fährst, um darauf zurückzukommen, öfter mal einfach Stoßlüften im Auto, mach also wirklich mal alle Fenster auf, die du mal aufmachen kannst. Mach mal eine Minute, halbe Minute wirklich komplett Durchzug, damit da auch frische Luft und vor allem auch feuchte Luft sozusagen wieder hineinkommt. Denn gerade viele Menschen, die mit Klimaanlage und Heizung fahren die ganze Zeit, im Sommer wie im Winter, benutzen sie immer eins von beiden. Da ist auch immer eine große Gefahr zu dehydrieren, weil eben diese trockene Luft immer wieder, ja, den Körper weiter aussaugt sozusagen. Im optimalen Falle generell machst du, ja, einer Stunde circa bis 1,5 Stunden spätestens mal eine Pause, bewegst dich, egal wie du dich bewegst, ob du einfach nur ein bisschen hüpfst, der Arme kreist, ja, ein paar Kniebeuge, ein paar Liegestütze machst, egal was es ist, das hilft dir auch zu hydrieren, effektiv, genau, und trinkst natürlich was, was eine sinnvolle Hydration angeht, also auch hier nicht wieder einfach nur Wasser aus dem Supermarkt, aus der Plastikflasche hinterkippen, weil das bringt ja auch keine Pluspunkte. Mach dir gerne auch einfach mal das Gesicht ein bisschen nass, auch das hilft bei der Hydration und auch Feuchtigkeit wird über die Haut aufgenommen und so weiter. Sie wird ja auch dadurch entzogen, also kann sie auch aufgenommen werden und das kannst du auch zu deinem Vorteil nutzen.
Wenn du vielleicht richtig crazy unterwegs bist, kannst du auch einfach einen Raumluftbefeuchter. Das sind so kleine Geräte, die so eine Art Sprühstoß abgeben, mit einem bestimmten Intervall, wo Wasser und ätherische Öle teilweise in die Luft abgegeben werden. Wenn du sowas im Auto nehmen willst, sowas hast, wenn du viel Auto fährst, könnte sich das für dich lohnen. Dann zum Büro, der Klassiker, ja. Da solltest du darauf achten, dass du auch regelmäßig lüftest, auch wenn du vielleicht Kollegen hast, die da rumjammern und da ziemlich verweichlicht vielleicht auch sind, dass es kalt wird und so weiter. Da such dir eine Möglichkeit, regelmäßig frische Luft reinzubekommen oder geh mal kurz vor die Tür, dass du auch wieder eine Luft hast, die ja nicht ausgetrocknet ist sozusagen. Und achte vor allem auf die Tipps dann zur Hydration generell, wie du das Trinken zubereitest, was ich dir gleich noch erzählen werde. Denn das spielt auch eine große Rolle. Und mach öfter mal einen Spaziergang im Büro. Also schau, dass du dir sowieso irgendwie die Wege so legst, dass du dich auch mehr bewegst. Ist auch ein großer Faktor, wie eben gerade schon erklärt. Und genau, wenn da noch Klimaanlagen und so weiter verbaut sind, dann ja, kann das schnell zu so einer Art Abwärtsspirale führen, die dich permanent in die Dehydration zieht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, da auch drauf zu achten. Ich gebe dir auch gleich nochmal Tipps, wie du deine Hydration einfach testen kannst und so einfach siehst, okay, bin ich gerade auf einem guten Level oder sollte ich jetzt schon mal irgendwas machen? Dann habe ich am Anfang das Flugzeug erwähnt. Das Flugzeug ist jetzt vielleicht gerade aktuell nicht so das primäre Fortbewegungsmittel. Vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier sowieso nicht. Falls du mal fliegst, möchte ich dir einfach noch ein paar Tipps geben, weil das Flugzeug wirklich die ausgetrocknetste Luft überall, überhaupt hat. Und das ist auch ein großes Problem, weil das bei vielen eben zu der Zeit nach dem Flug dann eben zu vielen Problemen führt. Und da gibt es die Möglichkeit, dass du natürlich vor dem Flug lieber ein bisschen mehr trinkst als zu wenig, damit du während des Fluges auch darauf zurückgreifen kannst, beziehungsweise dein Körper die Reserven sozusagen auch nutzt. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall vor einem Flug so einen Smoothie, den werde ich dir gleich noch erklären, wo da die, ich sag mal, Grundelemente liegen, worauf du da achten solltest, damit du da optimal aufgestellt bist. Und ansonsten solltest du natürlich danach, nach dem Flug, sollte das erste sein, was du machst, oh, erstmal ordentlich was trinken, was Sinnvolles trinken, wie wir das ja hier besprechen, damit du da auch wirklich direkt auffüllst und da ja nicht lange sozusagen die negativen Folgen vom Flug dich belasten. Und genau, die Luftfeuchtigkeit im Flugzeug, also die ist wirklich, glaube ich, unter 20%. Und da sitzen so viele Menschen auf so engem Raum, Klimaanlagen, und das ist wirklich gravierend. Genau, deswegen ist das so, ja, wirklich schwierig im Flugzeug und ein großes Thema. Wenn du zu Hause auch merkst, dass du eine austrocknende Umgebung hast, ich habe vorhin schon Holzmöbel angesprochen, kann aber auch zum Beispiel damit zusammenhängen, dass du viel Zeit vor einem Bildschirm verbringst, auch das saugt dich sozusagen aus, dann kannst du auch darüber einen Luftbefeuchter nachdenken. Hier ist natürlich manchmal das Problem oder häufig das Problem, dass künstliche Baustoffe, die eben nicht in der Natur so vorkommen, auch die Feuchtigkeit, ich sag mal, nicht so abbauen, wie das in der Natur der Fall wäre. Das heißt, du kannst dich dadurch vielleicht auch nochmal ja, in die Problemzone mit Schimmel und so weiter hineintransportieren. Deswegen achte da wirklich drauf, was du für eine Umgebung hast und ob sich das mit deinen Baustoffen und so weiter, die in deinem Haus, in deiner Wohnung, wo auch immer du lebst, verbaut sind, damit du dir nicht da ein Eigentor schießt. Und genau, ansonsten oft lüften und auch hier das Gesicht befeuchten und dann jetzt gleich die Tipps, die kommen, umsetzen, damit du ordentlich hydriert sonst generell auch über den Tag kommst. Generell zur Esskultur ist zu sagen, dass du auch aufpassen solltest, dass du nicht so viele ausgetrocknete Lebensmittel und vor allem industrialisierte, verarbeitete Lebensmittel nimmst. Ja, das heißt zum Beispiel auch sehr stark Salz, Tafelsalz vor allem belastete Lebensmittel oder mit Zucker gesüßte Lebensmittel. Getrocknete, verarbeitete Lebensmittel trocknen dich auch aus. Und das heißt, du brauchst wieder Flüssigkeit, um die Stoffe, die damit in deinen Körper kommen, ja, um die wieder auszuleiten. Und das erhöht zum Beispiel auch wieder deinen Bedarf an Flüssigkeit. Weshalb es sinnvoll ist, vor allem Trockenobst, Trockenfrüchte, Getreide und was es alles so gibt, Riegel, Müslizeug, ja, dass du das austauscht gegen etwas, was so frisch wie möglich ist und vor allem wasserreich. Und das sogenannte Gelwasser, ja, was sich auf eine andere Art von Wasser bezieht, nicht nur einfach, ich sag mal, das Leitungswasser ist, sondern Gelwasser findet sich zum Beispiel auch in Obst und Gemüse, dass du das nutzt, weil das auch dich effektiv über den Tag hydrieren kann, weil das ganz langsam von deinem Körper, ich sag mal, aufgenommen wird und wieder abgegeben wird und nicht einfach nur durchfließt. Und das solltest du da nutzen, damit du dich auch nicht selbst austrocknest mit der Ernährung, die du hast. Kommen wir zur, ich sag mal, Ernährungsroutine, was das Wasser angeht. Das ist auch eine Form von Ernährung. Und hier möchte ich dich einfach bitten, mal eine Routine zu etablieren. Versuch das mindestens mal eine Woche durchzuhalten, damit du den Unterschied spürst. Denn viele Menschen merken einen gravierenden Unterschied innerhalb von kurzer Zeit. Ja, genau. Und
Hier möchte ich von dir, dass du jeden Tag, wenn du aufstehst, das erste, was du machst, ist, ein großes Glas Wasser zu trinken, indem du zum Beispiel Zitrone, Vitamin C und Salz hast. Optimaler Fall ist natürlich, dass du auch Mineralien hast, wie zum Beispiel das, was ich von Sunday Naturals verlinke oder zum Beispiel auch von einigen Wasserfilterfirmen mit angeboten wird, wo du eben einen Mineralkomplex hast, der ja 60 plus Spurenelemente beinhaltet, damit du deinen Elementenkreis sozusagen auch mit bedienst und da auch lebendiges Wasser hast. Ich mache zum Beispiel auch noch effektive Mikroorganismen hinein. Genau, das ist dann sozusagen dein morgendliches Ritual, das erste, was du aufstehst. Gönn dir dieses Glas Wasser. Wenn du es früh nicht schaffst, nimm dir abends die 2-3 Minuten Zeit und mach's fertig. Ja, es ist zwar besser, wenn es frisch ist, auch wegen Zitronen und so weiter. Wenn du es aber dann nicht trinkst, weil du es nicht schaffst, dann bringst du keine Punkte. Also bereitest dir eventuell am Abend vor, damit das Erste, was du machst, wenn du früh wach wirst, greifst du zum Glas Wasser und trinkst es. Und das hat nämlich schon mal den Vorteil, dass du all die Flüssigkeit, die über Nacht deinem Körper abgibt, ja, dass du das wieder auffüllst. Und wenn du jetzt zum Beispiel klassisch chronischer Mundatmer bist, was viele Menschen sind, weshalb ich auch empfehle, da zu testen, ob du nachts durch Nase oder Mund atmest. Und wenn du nachts durch den Mund atmest, trocknest du auch noch viel mehr aus, das heißt, du dehydrierst. Und das kannst du zum Beispiel feststellen, wenn du früh einen trockenen Mund hast. Wenn du früh vielleicht aufwachst mit einem Gefühl, dass du dir denkst, okay, ich bin heute irgendwie nicht bereit für den Tag, dass du da so eine Art Hirnnebel hast, wie das heißt, ja, dass du da einfach nicht denkst, du bist auf der Höhe. Das könnte ein Zeichen sein, dass du nachts durch den Mund atmest. Und genau das macht es auch so wichtig, dass du früh direkt trinkst. Dann etabliere diese Routine. Das heißt, es wird zur Gewohnheit, wenn du es ca. 60 Tage durchhältst, dann verschwendest du keine Willenskraft oder gibst keine Willenskraft mehr darauf, dass du das durchziehst und dann ist es Gewohnheit, du machst es, ohne darüber nachzudenken. Und dann kannst du darauf aufbauen, wieder andere Sachen integrieren und so Stück für Stück sozusagen einen Stapelfaktor erreichen, der von positiven Gewohnheiten sich auf dein Leben überträgt und wo du immer von profitierst und nicht mehr drüber nachdenkst, weil du es einfach automatisch machst. Genau, das zu deinem Morgen. Dann möchte ich dich bitten, dass du jeden Mittag bzw. frühen Nachmittag dir einen Saft-Smoothie oder wie auch immer das genannt wird, wie du es nennen magst, zubereitest. Und da solltest du darauf achten, dass du, ich sag mal, natürliche Mengen von Obst und Gemüse, die du auch in diesem Rahmen essen würdest, ja, dafür benutzt. Das heißt, nicht 7 Bananen, nicht 24 Äpfel, 3 Stangen Sellerie und 7 Rhabarberstangen, ja, weil das würdest du in der Natur niemals hinunterbekommen, wenn du das einzeln isst. So, und damit gehst du sicher, dass du bestimmte Stoffe nicht in einem Übermaß konsumierst, die du in der Natur so eben auch nicht konsumieren würdest. Und die Grundzutat für den Smoothie sind zum Beispiel gemahlene Chiasamen oder Leinsamen oder Hanfsamen. Chiasamen machen sich am einfachsten und gebe ich dir den Tipp, such dir vielleicht irgendetwas, womit du die klein mahlen kannst. Du kannst sie auch komplett verwenden. Es ist aber effektiver, wenn sie wirklich klein sind, weil dann können sie sozusagen das Wasser auch gleich binden und dann hast du auch das Gelwasser. Du kannst sie auch einweichen über abends, also über Nacht. Dann brauchst du sie nicht extra mahlen, wenn du die Möglichkeit dafür nicht hast. Du kannst sie direkt so, wie sie dann quasi aufgequollen sind, für den Smoothie benutzen. So. Und dann machst du dir, ich sag mal, sowas, dass du ein großes Glas hast oder 2 Gläser auch, es geht auch. Ja, und da machst du zum Beispiel auch Salz rein, ist auch wichtig. Dann frisches Wasser als natürlich Hauptzutat. Zitrone geht auch wieder, so dass es dir auch schmeckt am Ende. Ja, das ist ganz wichtig. Und dass du es auch machst, dass du nicht denkst, okay, was ist das hier für eine Pampe? Und genau, dann ballert das Ding ordentlich durch in den Mixer, mach das ruhig 2 Minuten, damit es richtig cremig ist, damit es auch schmeckt und vermengt ist. Und das solltest du jeden Tag nehmen. Ja, wenn du zum Beispiel fastest, achte darauf, dass du eher Gemüse nimmst, was nicht so, ich sag mal, kohlenhydratreich ist, damit du da nicht den Fastenzustand brichst. Ist durch den Saft dann vielleicht trotzdem der Fall, ist individuell. Wenn du vielleicht auch früh keine Kohlenhydrate verträgst oder generell nicht frühstückst, eignet sich das eben am Mittag und am frühen Nachmittag. Du bist ja dann früh sowieso eigentlich versorgt durch das Glas Wasser. Wenn du Kaffee trinkst, solltest du ein Glas Wasser zusätzlich trinken, ja, denn Kaffee ist harntreibend, das heißt, er treibt das Wasser schneller hinaus, das heißt, es verweilt nicht so lange im Körper, weshalb Kaffee auch eher dehydrierend ist, abgesehen von all den anderen positiven Effekten, die Kaffee auf dich haben kann, wenn du qualitativen Kaffee trinkst. So, und genau, dann wiederholst du das, was du am Morgen gemacht hast, ja, also Wasser, Zitrone, Salz, mindestens 2-mal am Tag nochmal. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du 7 Uhr vielleicht aufstehst oder 6 Uhr, je nachdem, was du so für ein Typ bist, wie das in deinem Leben passt,
trinkst du als erstes Glas Wasser und 2-3 Stunden später trinkst du nochmal ein Glas Wasser und als nächstes trinkst du dann den Smoothie, ja, vielleicht um die Mittagszeit, das wäre ideal, dass du dann sozusagen bis zum frühen Nachmittag, frühen Abend auch, je nachdem, wann du ihn trinkst, versorgt bist. Dann trinkst du nochmal ein Glas Wasser mit Salz und genau, Zitrone zum Beispiel und hast das sozusagen dreimal am Tag dieses Glas Wasser. Und das wirst du schon merken, dass das einen bedeutenden Unterschied macht. Und genau, achtest darauf, dass du auch sonst Lebensmittel, wie gesagt, nimmst, die flüssigkeitsspendend sind. Das kann zum Beispiel auch zum Abend eine Suppe sein. Da hast du auch nochmal eine bessere Hydration, als wenn du eben irgendwelches trockenes Brot isst oder so. Zum Abschluss möchte ich dir einfach kurz 3 Methoden oder 3 Hinweise geben, wie du rausfindest, ob du hydriert bist oder dehydriert. Und selbst wenn du das hier alles anwendest, fühlst du dich vielleicht nicht sicher, ob du das jetzt, ob das alles passt oder nicht. Und Nummer 1 ist der Fingernageltest. Das bedeutet, du nimmst von der einen Hand deinen Daumen und gehst mit der anderen Hand und drückst auf den Fingernagel, ja, drückst du 2 bis 3 Sekunden maximal drauf und dann wird es so weiß. Und wenn es innerhalb von 5 Sekunden nicht sozusagen vollständig zurückgegangen ist, diese Verfärbung, ist das ein Anzeichen für Dehydration. Wenn es sofort wieder zurückgeht, super. Ja, sind auch die anderen Verbindungen mit diesem Test. Du solltest immer alle machen oder zumindest über alle nachdenken, damit du weißt, okay, alle Faktoren deuten auf Ergebnis dehydriert oder hydriert hin, weil ein Test allein ist vielleicht nicht so aussagefähig. Zum zweiten Test nimmst du von der gleichen Hand einfach die, ich sag mal, Hautfalte zwischen Zeigefinger und Daumen, also das, was so dazwischen ist, ja, was so ein bisschen locker liegt. Und dann nimmst du mit der anderen Hand, mit Zeigefinger und Daumen zum Beispiel, und ziehst diese Hautfalte hoch wie so ein Zelt. Und wenn dieses Zelt, also du lässt dann los, wenn dieses Zelt sich nicht gleich, ich sag mal, auflöst, also wieder entspannt und lange braucht und eher absteht, dann ist auch ein starkes Zeichen dafür, dass Dehydration vorherrscht. Als dritte Möglichkeit, beziehungsweise dritte und vierte, der Urin. Ja, dein Urin gibt ja allgemein mit deinen Ausscheidungen vom Körper viele Auskünfte darüber, wie es um dich steht. Wenn dein Urin sehr, sehr gelb, dunkelgelb ist, bedeutet das, dass da sehr viele Dinge gerade abgebaut werden und dass es sehr hoch konzentriert ist. Kann auch mit einer Dehydration zusammenhängen. Umso heller der Urin ist, ja zum Beispiel hellgelb oder dann teilweise durchsichtig, je nachdem wie oft du auf Toilette gehst, wenn du alle 10 Minuten pinkeln musst und durchsichtigen Urin hast, ist das natürlich auch kein gutes Zeichen. Aber wenn du alle 2 bis 3 Stunden maximal einmal auf Toilette gehst und dein Urin eine hellgelbe bzw. durchsichtige Farbe auch hat, ist das vollkommen in Ordnung. Das deutet auf eine gute Hydration hin. Und genau, mit der Farbe und der Häufigkeit vom Urin, also auch hier schon eine Möglichkeit zu schauen, wie steht es um den Flüssigkeitshaushalt. Und mit diesen 3 Tests, also Fingernageltests, ja, 2 Sekunden draufdrücken, maximal 5 Sekunden, bis es wieder normalisiert ist, die Farbe. Hautfaltentest hochziehen und auch da schauen, wie schnell legt sich das, wenn das nicht innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden wieder sozusagen locker ist, dann auch da ein Anzeichen. Genau, dann hoffe ich, hast du heute irgendwas für dich mitgenommen und zieh einfach mal die Morgenroutine durch, mach's dir zur Gewohnheit. Ich merke immer wieder bei vielen Menschen, wie viel das bringt, denn eine Flüssigkeitszufuhr ist zum Beispiel auch eine Säule dessen, was du über den Tag leisten kannst. Ja, wenn du zum Beispiel nach einem intensiven Training, nach viel Bewegung auch so ein Glas Wasser mit Zitrone und Elektrolyten und so weiter nimmst, kann das auch dafür ein Grund sein, warum deine Herzratenvariabilität, ja, sich zum Beispiel sehr schnell wieder normalisiert und da auch sich positiv auswirkt. Und Flüssigkeit ist überall und das ist wirklich ein bedeutender Punkt, weshalb ich auch extra diese Folge hier mache und einer der ersten Folgen, weil ich das ja als sehr wichtig betrachte. Also glaub mir, dass das auch sehr wichtig ist und implementiere das in deinem Leben. Eine flüssigkeitsreiche Umgebung und keine flüssigkeitsaustrocknende. Und diese Methoden mit, du musst 8 Gläser Wasser am Tag trinken, das funktioniert nicht. Und wenn du dir einen Laufsport anguckst, wie viele Menschen sich da bei Marathons und so weiter quasi als Wassergötter damit halb ertrinken, ja, und die trotzdem Flüssigkeitsprobleme haben. Es funktioniert nicht. Und die Völker in der Natur, Wüstenvölker und afrikanische Stämme und ja, Laufvölker, die viel laufen, die machen das auch nicht und die haben keinerlei Problem damit, weil sie einfach geschaffen haben und erkannt haben, dass Flüssigkeit, die gebunden ist, also Gelwasser, ja, dass das viel, viel effektiver hydriert als einfach nur leeres Wasser, was durch den Körper durchfließt. Und wenn dir das irgendwie geholfen hat,
gib mir gerne eine Rückmeldung, schick mir deine Rezepte für den Saft, den du gemacht hast. Ja, da gibt es ja auch viele Unterschiede, jeder hat einen anderen Geschmack. Schau, dass du da irgendwas findest, was dir gut bekommt, was dir schmeckt, damit du es auch machst. Im Internet gibt es Millionen von Rezepten, von daher schau dir raus, was du magst. Wenn du weiterführende Informationen zu Wasser und so weiter haben möchtest, schau dir im Internet Robert Slowak an. Das verlinke ich noch in den Beschreibungen. Schau dir das Buch Hydropower an. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das ist in Deutschland leider ziemlich untergegangen, das Buch, aber es ist einfach ein mega gutes Buch. Genau, und das sind so zwei Anlaufpunkte, wo du gucken kannst. Ja, das sind zwei Möglichkeiten, um dich fortzubilden selber in dem Bereich. Genau, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und genau, ersauf dich nicht. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.